Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Soeben wurde ein neuer Teaser-Video oder zumindest das erste Teaser-Video zum neuen Agenten hochgeladen und das schauen wir uns mal an und schauen uns mal an, was für Fähigkeiten sie vermutlich haben wird und analysieren so ein bisschen das Video, weil es ist gar nicht so einfach zu erkennen. Aber hier erstmal das Video. Are those our enemies? This won't take long. Give me your heart. They will cower. More! More! See nothing. All dead, and I'm still hungry. So, wir schauen uns das Video jetzt mal ganz in Ruhe an und ganz langsam. Erstmal, warum ist der Scheiß in 4 zu 3? Das verstehe ich nicht ganz genau, weil ja, irgendwie sind die Seiten abgeschnitten und das macht es ein bisschen, ja nicht schwieriger, aber ist jetzt auch irgendwie nicht unbedingt hilfreich, dass in links und rechts einfach schwarze Balken sind. Aber liegt vermutlich einfach daran, dass sie das auf Twitter und Instagram hochladen und da das Format einfach einfacher ist. Aber wir leben im fucking 21. Jahrhundert, heilige Scheiße, 16 zu 9, bitte. Naja, auf jeden Fall, was sehen wir als erstes? Wir sehen als erstes, dass hier, also als allererstes sehen wir die neue Map. Ja? Das wird die neue Map sein. Das ist, ich glaube, es wird vermutlich der B-Spot sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Zumindest der Spot, den wir auch schon die ganze Zeit auf der Practice Range hatten. Zumindest sieht das hier mit dem Gang und gleich seht ihr noch die Tür und so weiter und so fort. Sieht das sehr danach aus. So, aber jetzt gehen wir ein bisschen genauer ins Detail. Wir sehen hier einen Cypher, der rumkommt und erstmal eine schöne Schelle hier kassiert. So, es passiert viel, deshalb wir müssen schön langsam und vorsichtig vorgehen. Sobald eine Person stirbt, droppen sie diese komischen Energiebälle. Diese sehen so aus wie diese schwarzen Orbs, die wir sowieso schon einsammeln können, nur ein bisschen mit Lila noch drin, speziell für ihren Charakter. Den kann sie sich mit ihrer E aufnehmen. Wie wir schon hier sehen, ist die Q und die E zusammen als ein Punkt sozusagen. Das heißt, man kann theoretisch viermal die Q verwenden oder auch viermal die E verwenden. Man ist also sozusagen zusammen und keine separaten Fähigkeiten, weil normalerweise hat man ja immer die E bestimmte einmal oder zweimal und die Q unabhängig davon, aber hier hängen die fest miteinander zusammen. Also, hier wird vermutlich der Energie, also ihr Herz sozusagen, oder sein Herz ist ja Cypher, von ihr aufgenommen mit der E und dadurch geht ihr ein Punkt weg. Die Frage, dieses weiß niemand so genau, was das jetzt hier ist, was sie hier macht. Es läuft jetzt so ein kleiner Countdown ab. Das können wir jetzt hier mal so sehen. Da hat sie gerade sich das Herz gegriffen. Und wie man sieht, zieht sie sich das irgendwie so über ihren ganzen Körper drüber. Was genau das bewirkt, bin ich mir leider nicht so genau sicher. Es gibt so die Theorie, dass sie eventuell unsichtbar wird oder sowas. Ich habe mal auf Reddit gelesen, weil ich habe, als ich das erste Mal das hier gesehen habe, das Video, wusste ich einfach absolut gar nicht weiter. Das Problem ist, auf Reddit weiß auch kein Schwein so genau, was das hier, ja, was ihre Fähigkeiten so genau sind. Deshalb gehen die mal Grüße raus an Kevin und Fabse, die mir, mit denen wir hier das Video ein bisschen angeschaut haben und wir ein bisschen analysiert haben und ein paar bisschen gebrainstormt haben, was wir denn hier sehen und was vermutlich ihre Fähigkeiten sein werden. Auf jeden Fall zieht sie sich das so irgendwie drüber und bekommt dadurch irgendwie so einen Effekt und so einen leichten Unsichtbarkeitseffekt. In den Händen sieht man das so. Ich glaube nicht, dass sie hier unsichtbar wird, was ich aber glaube, dass sie eventuell später noch unsichtbar wird. Das schauen wir uns aber beim späteren Video mal ein bisschen an, da sieht man es besser. Also das hier könnte theoretisch sein, dass sie sich unsichtbar macht, dass sie halt irgendwie schneller von, also irgendwie unbemerkt abhauen kann, wenn sie Kill gemacht hat. Bin ich mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, weil Unsichtbarkeit wäre halt schon wirklich sehr, sehr strong und krass. Aber es passiert nichts, dann auf jeden Fall, dann zieht sie das nochmal an sich heran, aber sie bekommt keine neuen Fähigkeiten, darum, es wird vermutlich nur dieser Part war das hier, wo sie irgendwie ja diese Fähigkeit hatte. Also es bringt nichts im weiteren Verlauf. Auf jeden Fall hat sie sich da das Herz genommen. Und wie es bei jedem Charakter ist, mit jedem Kill wird ihre Ulti aufgeladen. Das passiert jetzt, glaube ich, hier relativ schnell. Sobald dieser Agent nämlich hier umfällt, bekommt sie ihre Ulti und die wird auch direkt aktiviert. Das macht er irgendwie ziemlich schnell. Ah, perfekt.
So, da bin ich wieder. Mein Videoprogramm ist abgeschmiert und hat da wieder Pixelfehler reingehauen. So. Dann schauen wir uns nochmal an. Sie killt den hier und aktiviert die Ulti. Das sieht man daran, dass die hier diese komischen Dings hochgehen. Und ihre Ulti heißt Empress. Auf jeden Fall sieht man hier, wie sie ihre Arme überschränkt und dadurch dann halt diese Ulti aktiviert wird. Und mit ihrer Ulti bekommt sie wohl automatisch einen Combat-Stim. Also so ein, das wie beim Brimstone auch, dass sie irgendwie schneller schießen kann und so ein Zeug. Und hier unten links sehen wir wieder so einen Countdown, der runterläuft, wo halt ihre Ulti abläuft. Sie kann ihre Ulti aber wieder, sagen wir mal, verlängern mit einem weiteren Kill. Wir sehen hier unten, die Ulti geht langsam weg. Aber mit dem Kill, den sie hier macht, wird dieser Balken wieder aufgeladen. Zack. Der wird wieder aufgeladen. Und sie nimmt sich mit E wieder den Orb da, dieses Herz, was gedroppt wurde. Und wir haben wieder diesen Cooldown, der jetzt hier abläuft. Und ihre Arme werden genau in diesem Moment unsichtbar. Wie ihr seht, die werden unsichtbar. Und sie bewegt sich hier rüber. Und wo dieser Countdown abläuft, wenn man sich das hier mal anschaut genau. Das war so ein Tick zu früh. So, da, ihr habt gerade gesehen, der Countdown läuft ab, bekommt sie wieder ihre Hände und man sozusagen wird sie wieder sichtbar. Deshalb ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sie eventuell irgendwie eine Art Unsichtbarkeit bekommt. Ich schätze nicht, dass sie komplett unsichtbar ist, aber vielleicht irgendwie schwerer zu erkennen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, jedes Mal, wenn sie mit ihrer Ulti einen Kill bekommt, bekommt sie automatisch auch einen Healing-Effekt. Wie wir hier links schon sehen, bekommt sie hier nochmal 5 Herzen dazu. Aber erst sobald diese 100 Herzen voll sind. Also müssen erst auf 100 Leben voll regeneriert werden. Zack. Und dann kommt eine neue Fähigkeit dazu, und zwar das Overhealed. Das Overhealed geht bis 50 extra Herzen nochmal. Wenn wir uns das anschauen, ist glaube ich bis 47 hier, genau. Und dann hört das, weil der Healing-Effekt dann aufhört. Dann sehen wir auch die Kuh. Die Kuh wird leider in dem Video nie gezeigt. Ich schätze mal, dass es eine Regenerationsfähigkeit ist, die aber vermutlich mal nur sich auf das normale Leben begrenzt. Und oder vielleicht auch drüber, aber zumindest ein Cooldown hat, wie zum Beispiel Sage auch. Die kann ja auch nur alle, ich glaube, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so, jemanden oder sich selbst healen. Und aus dem Grund ist diese Healing-Fähigkeit vermutlich geblockt. Ob die jetzt genau nur aufs Leben geht oder auch auf eine Overhealing-Fähigkeit hat, das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir dann sehen, sobald wir den Charakter spielen und testen können. Auf jeden Fall haben wir schon mal jetzt damit die zwei Fähigkeiten. Hier einmal die E, damit kann man sich die Herzen aufnehmen, und mit Q kann man sich vermutlich, also das ist jetzt meine Vermutung, sich selbst heilen. Außer man hat die Ulti aktiviert, dann kann man auch die Herzen aufnehmen, aber man bekommt keinen Punkt mehr abgezogen dafür. So, man hat dann immer noch diese Overhealed-Fähigkeit, und dann geht es nämlich hier weiter. Hier aktiviert sie nämlich ihre C. Das ist wohl irgendwie so eine Flash oder zumindest irgendein Stun-Mittel, irgendwas macht, weil das sieht man dann auch gleich hier bei dem Kopf. Der ist... Das ist dieser Stun-Effekt, den die Person dann hat. Sie selbst wurde davon aber nicht gestunt. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob sie nicht nah genug hingeguckt hat, aber es ist schon eigentlich ziemlich sehr nah im Sichtfeld, sage ich mal. Weshalb ich fände es schon viel zu stark, wenn sie einfach rumflashen kann und selbst nicht geflasht wird davon. Vielleicht liegt das auch einfach nur, vielleicht ist das auch nur bei ihrer Ulti so, ich weiß es nicht. Aber, ja, zumindest werden damit die Gegner geflasht. Ja, und hier sieht man auch wieder, sobald diese Person gekillt wird, bekommt sie wieder automatisch den Healing-Effekt. Und wird auf 50 Leben extra geheilt. Und ich schätze mal, dieser Overhealed-Effekt hat auch einen Cooldown. Sobald der Cooldown abläuft, sind die 50 extra Herzen auch weg. Es haben sich schon einige beschwert oder nachgefragt, was denn... wie viel Leben sie denn maximal haben kann, wenn man theoretisch davon ausgeht, dass sie ja noch 50 Schild haben kann. Wurde aber Gott sei Dank schon auf Twitter bestätigt, dass der Charakter maximal 150 Leben haben kann und dann da nicht irgendwie noch mehr dazu kommt. Ja, von daher
schauen wir weiter, wie man hier auch sieht, dass dieser E-Balken, also wenn man mit E kann man sich die Herzen aufnehmen. Und dann kommt jetzt noch hier die Jet reingeboostet. Trifft gar nichts mit ihrer Ulti. Grüße gehen raus an die absolut unbrauchbare Jet. Also wer... Wie wir jetzt hier aber auch sehen, haben diese Herzen einen Cooldown. Also man muss innerhalb einer gewissen Zeit diese Herzen aufnehmen, ansonsten verschwinden die wieder. Was es vielleicht noch zu ihrer Flash zu sagen gibt, ist, wenn sie die kann sie anscheinend auch durch die Wand hauen, dass sie einen Moment braucht, bis die aktiviert wird. Also man sieht, erst wenn die hier wirklich aufpoppt, dann flasht die jemanden. Vorher hat die Person noch nicht den Flash-Effekt. Und ja, das ist so der Charakter an sich. Mehr haben wir leider noch nicht zu sehen bekommen, aber er zeigt zumindest schon mal ein bisschen was, der Teaser. Wir haben jetzt schon mal eine grobe Vorstellung, was so ihre Fähigkeiten sind. Ich schätze mal, in den nächsten Tagen wird noch ein bisschen was kommen, vielleicht so der ein oder andere Teaser, ich hoffe es mal. Ja, also wir haben diese Ulti, die direkt diesen Combat-Stim einem gibt und man Herzen unbegrenzt aufsammeln kann, beziehungsweise keinen Punkt dafür abgezogen bekommt. Und wenn man jemanden tötet, bekommt man automatisch noch einen Heal-Effekt dazu. Und man kann sich extra nochmal auf 150 Leben heilen. Sowie einen Flash-Effekt, den man wohl auch zweimal verwenden kann, um die Gegner zu stunnen. Und ja, das ist soweit alles, was wir haben, was wir uns hier anschauen können. Falls ihr irgendwie Theorien habt, was sie kann, was vielleicht kommen wird und so weiter und so fort, können sie gerne mal in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr über den Charakter? Denkt ihr, dass sie sich wirklich unsichtbar machen kann? Und denkt ihr vielleicht, dass das dann zu stark ist? Weil so unsichtbar sein ist schon heftig. Aber wir haben natürlich auch Charaktere, die sich teleportieren können. Ne? Das sieht man auch nicht. Von daher kann es gut möglich sein, dass wir auch einen Charakter bekommen, der sich unsichtbar macht. Naja, wir sind gespannt. Es ist ja jetzt nicht mehr lang bis zum zweiten und dann werden wir sehen, womit wir es hier zu tun haben. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter, ein sehr offensiver Charakter. Ich weiß schon wieder, dass der von allen Profispielern und so weiter und so fort im Boden gewotet wird, weil er nichts fürs Team bringt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ein Charakter, der sehr viel Spaß machen wird, denke ich mal. So wie das aussieht, ist das halt einfach ein kranker Charakter, um irgendwo reinzupushen und kranke Plays zu machen, weil man muss überlegen, man bekommt einen Combat-Stim. Also man kann schneller schießen als die Gegner. Also wenn die Gegner dich nicht direkt mit dem Headshot umnieten, wird schwierig für sie, sag ich mal. Und man bekommt jedes Mal einen Healing-Effekt, wenn man einen tötet. Und man bekommt zusätzlich noch zusätzliches Healing, wenn das eigene Leben voll ist. Könnte sein, dass der Charakter OP ist. Ich muss mal schauen, wie der sich dann spielen lässt in der Praxis. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob das zu stark ist oder nicht. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich werde ihn ausprobieren und dann werde ich vielleicht nochmal ein kleines Feedback geben, wie der sich so spielen lässt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch geht's gut soweit und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!